Guten Tag, meine liebe Zuschauer, hier willkommen bei Vadim Cence bei YouTube-Kanal. Und zwar hier in dieser Rubrik mache ich euch möglich, in meine Bücher reinzuschauen, denn wenn Sie die Bücher irgendwo im Internet sehen, wissen Sie natürlich gar nicht, was da drin steht. Heute gehen wir das Buch Übersinnliche Phänomene durch. Das Buch hat über 260 Seiten und zwar hier geht es auch um Phänomene, die ihr erlebt habt. Wir gehen einfach mal Inhaltsverzeichnis kurz durch. Ich fange dieses Buch an mit einer kleinen Einführung, also was überhaupt Phänomene sind. Meistens sind Phänomene nur noch die Grenze unseres Verstehens. Und vieles ist phänomenal hier auf dieser Welt. Vieles ist ein Wunder. Und alleine, dass Sie geboren sind, ist schon ein Wunder. Und dass Sie leben, dass Sie alles sehen können, dass Sie alles hören und schmecken können, das ist ein Wunder. Aber es gibt natürlich noch Phänomene, die man trotz allem nicht verstehen kann. Keiner kann es verstehen, die Wissenschaft ist auch hier nicht so weit. Beispiel ist verstorbene Welt oder Jenseitskontakte. Wie funktioniert sowas? Ich habe hier in diesem Buch auf über 260 Seiten einfach mal Erfahrungsberichte gesammelt von euch, die mir zugekommen sind. Was ist ein Spuk oder Gespenst oder Poltergeist? Oder wie funktionieren Engelbegegnungen? Was passiert genau dabei? Was sind wahre Träume oder Visionen? Wunderheilungen sind auch hier im Buch platziert, weil es gibt mehr als genügend. Vorahnungen, Telepathie, Magie und besondere Gaben, Ufologie und Außerirdische, was steckt dahinter? Dann natürlich Thema Karma, Wiedergeburt, Nahtod oder außerkörperliche Erfahrungen. Ja, Tiergeschichten habe ich auch eingebaut, weil Tiere sind auch unsere Familienmitglieder. Auch hier passieren sehr viele Phänomene. In diesem Buch finden Sie auch einiges zum Thema Pendeln und Aberglaube. Aber wir gehen einfach mal ein paar Seiten durch. Nach dem Tod von meinem Vater in 2008, da gab es auch ein Phänomen bei mir. Meine Mutter stellte ein Glas Wodka mit Brot, das ist bei uns ein Brauch, einfach mal zu dem Foto von dem Verstorbenen. Und am 40. Tag hat sie eine Umarmung bzw. Bedrückung gefühlt. Sie hat mich angerufen und hat gesagt, Vadim, er hat mich gedrückt, ich habe es gespürt. Das Glas Wodka am nächsten Tag war auf einmal leer. Und das ist ein Phänomen für sich. Mein Vater hat auch sehr gerne getrunken, aber einfach durch Besuch von ihm war dieses Wodka einfach mal weg. Meine Oma verstarb 2007. Von ihr habe ich sehr viel gelernt. Auch da gibt es eine Geschichte. Ja, zu ihrer Zeit als Geistheilerin und Schamanin hat sie sehr, sehr vielen Menschen helfen können. In den letzten Jahren war sie blind, 6 Jahre am Stück. Nach einem Schlaganfall hat sie kein Licht mehr gehabt und hat gesagt, ich möchte von dieser Welt gar nicht mehr sehen. Vielleicht ist es auch gut so. Wichtig ist, dass sie am letzten Tag, wo sie noch gelebt hat, aus dem Bett stand und im Haus rumging. Sie könnte wieder sehen. Er sagt, jetzt ist meine Zeit gekommen. Die Zeit hat sie übrigens 4 Jahre davor schon vorhergesagt, wann sie genau gehen wird. Eine Kundin schrieb mir, nach dem Tod ihrer Schwiegermutter sind alle Lampen im Haus jeden Tag durchgebrannt. Auch das gehört zum Phänomen. Auch Thema Spuk oder auch natürlich Erscheinungen, das ist auch das, was wir nicht immer verstehen müssen. Also da gab es auf jeden Fall einige Geschichten von euch auch, die ich hier eingebaut habe. Und zwar zum Beispiel aus dem Ebersforster Wald. Also da erscheint auch immer wieder eine Dame, und zwar seit Jahren schon. Und keiner weiß, was das ist, aber wenn sie gesehen wird, man sieht tatsächlich ihre Bewegung, sie zeigt etwas und dann verschwinden sie in nichts. Als ich noch jung war, wollte mein Vater ein Auto kaufen. Und zwar das Auto stand tatsächlich zu Verkauf mit ganz, ganz wenig Betrag. Und bei uns in Russland war es früher auch richtiger Luxus, ein Auto überhaupt zu besitzen. Und mein Vater ging dahin und wurde allerdings davor von einem Freund gewarnt, wenn du über die Tore gehst, stolperst du, dann will das Auto dich nicht haben. Mein Vater hat gesagt, naja, sowas gibt es ja gar nicht. Ich gehe einfach mal hin und schaue, was passiert. Was passierte? Er stolperte. In dem Auto sind 2 Insassen verstorben. Und zwar bei Feiern haben sie einfach mal Abgase gelassen und sind umgekommen. Erst Monate später wurden sie gefunden. Das Auto wurde komplett saniert und zu Verkauf angeboten. Bloß die Seelen waren immer noch drin. Wenn man sich in das Auto hingesetzt hat, hat man auch gespürt, dass jemand auch schlägt, beziehungsweise man hat tatsächlich Hämatome und blaue Flecken bekommen.
Keiner wusste, was es ist. Aber das ist auch ein Phänomen, was man auch im Buch findet. Es gibt auch natürlich keine Zufälle und viele wahre Träume. Auch dieses Thema habe ich hier eingebaut. Und zwar wahre Träume, das ist echt interessant. Ich habe einen Traum gesehen, und zwar 4 Monate bevor mein Vater starb. In diesem Traum habe ich mich gesehen, zwar in einer Ausbildung, die ich angeboten habe damals. In dieser Ausbildung kamen anstatt 14, 10 Leute und ich habe gesagt, ja, wo sind die 4? Das ist ja Abschlussfeier. Ja, 4 waren krank. Und dann ging die Tür auf und da kam eine Person in Schwarz gekleidet, ohne Gesicht. Ich schaute in das Gesicht und habe nur noch gesehen eine Tiefe. Die Person hat gesagt, schau bitte auf die Uhr in diesem Traum. Und zwar, ich habe auf die Uhr geschaut, 3:30. Da ist dein Vater verstorben. Die 4 Monate später starb mein Vater genau um 3:30. Und das ist genauso abgelaufen wie in diesem Traum. In meiner Ausbildungsgruppe waren tatsächlich 4 Leute krank und kamen nicht. Die und viele weitere Geschichten bekommt ihr hier zu lesen in diesem schönen Buch. Das Buch bekommt ihr überall in jeder Buchhandlung oder könnt auch natürlich im Internet bestellen unter der ISBN-Nummer 978-3-8984-22540. Und all die Themen, die hier stehen, was ich jetzt Ihnen auch kurz hier vorgestellt habt ihr natürlich im Buch zu finden. Verstorbene und Jenseitskontakte, Engelbegegnungen und Engelkontakt, Wunderheilungen, Aberglaube, Ufologie und vieles weiteres mehr. Vielen Dank, dass ihr jetzt zugeschaut habt. Hat mich wieder mal gefreut. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei meinem YouTube-Kanal. Ihr Vadim Tschentzel.